Liebe Studierende des Faches Geografie, wir wenden uns heute an euch, da wir euch über einige Veränderungen informieren möchten, die im Bachelorstudiengang Geografie ab dem Wintersemester 2020/21 gelten werden. Mit den Änderungen tritt ab dem 1. Oktober auch eine neue Prüfungsordnung in Kraft, die für alle Studierenden gültig sein wird, einschließlich derer, die bereits eingeschrieben sind, also euch. Die gute Nachricht vorweg, die Neuerungen bedeuten für euch keine Nachteile. Die neue Prüfungsordnung besitzt einen Paragraphen, der die Übergangsregelungen teilweise mit verschiedenen Wahlmöglichkeiten für euch festlegt. Damit die Änderungen für euch klar verständlich sind, werde ich sie euch auf den kommenden Folien jeweils kurz erklären. Zuallererst möchte ich noch einmal betonen, welche Dokumente bezüglich Informationen zum Studiengang und dessen Ablauf für euch wichtig und rechtlich verbindlich sind. Dies ist an erster Stelle die sogenannte Prüfungsordnung. Diese legt die Rahmenbedingungen für das erfolgreiche Absolvieren der Bachelorprüfung im Studiengang Geografie fest. Also zum Beispiel, welche und wie viele Module ihr absolvieren müsst und wie sich aus diesen die Endnote berechnet. Neben der Prüfungsordnung gibt es ab dem Wintersemester 2021 auch noch eine sogenannte Studiengangsbeschreibung. Diese beinhaltet weitere Informationen über den Studiengang, wie zum Beispiel die Beschreibung der Inhalte, den idealtypischen Studienverlauf oder mögliche Berufsfelder. Beide Dokumente sind auf der Homepage zu finden. Diese beiden Dokumente solltet ihr unbedingt mindestens einmal durchgelesen haben. Besonders wichtig ist hierbei für euch der Paragraph 11 in der Prüfungsordnung, der die Übergangsregelungen für die bereits Studierenden festlegt. Informationen und Anforderungen der konkreten Module findet ihr dann ab dem Wintersemester nur auf der Plattform KU Campus. Dort findet ihr immer die aktuellste Version einer Modulbeschreibung. Auch das Modulhandbuch wird nur noch dort zu finden sein. Kommen wir nun zu den einzelnen Änderungen. Beginnen wir mit einer der wichtigsten Änderungen, und zwar denjenigen, die die Studienschwerpunkte betreffen. Wie ihr hier auf der Gegenüberstellung sehen könnt, werden die Studienschwerpunkte in sogenannte Studienrichtungen umbenannt. Dies ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass man nur schwerlich von einem Schwerpunkt sprechen kann, wenn es sich um etwas Allgemeines handelt. Um der allgemeinen Geografie besser gerecht zu werden, sprechen wir daher zukünftig nur noch von Studienrichtungen. Weiterhin könnt ihr sehen, dass die Studienrichtung der Humangeografie ihren Namen geändert hat. Um die inhaltlichen Ausrichtungen aller in der Humangeografie beteiligten Lehrstühle und Professuren besser abbilden zu können, heißt die Studienrichtung nun Gesellschaft, Tourismus und Umwelt. Ebenso wird der Umfang der für eine Studienrichtung erforderlichen ECTS-Punkte verändert. Statt zuvor 35 ECTS im Falle der physischen und 30 ECTS im Falle der Humangeografie sind nun insgesamt und einheitlich 40 ECTS-Punkte aus Modulen mit den jeweils vorgeschriebenen Suffixen, also H, P oder R, für die Wahl einer Studienrichtung erforderlich. Der geforderte Umfang für die Studienrichtung Allgemeine Geografie bleibt unverändert. Dies hat allerdings für euch keine Auswirkungen, denn in § 11 Absatz 3 Punkt 3 der Prüfungsordnung ist geregelt, dass die bisherigen Regelungen für Studierende, die vor dem Wintersemester 2021 eingeschrieben sind, weiterhin bestehen bleiben. Ebenso wird die Studienrichtung für euch weiterhin Freizeit, Tourismus und Umwelt heißen. Jedoch, falls jemand von euch Interesse daran hat, die neue Studienrichtung Gesellschaft, Tourismus und Umwelt zu wählen, so kann sie oder er das gerne tun. Allerdings müssen dann natürlich die dafür erforderlichen 40 ECTS-Punkte mit dem Suffix H und R erbracht werden. Welchen Schwerpunkt ihr schlussendlich gewählt habt, könnt ihr am Ende eures Studiums im Antrag auf Zeugniserstellung angeben. Kommen wir nun zu den Änderungen, die den Pflichtbereich des Studiengangs betreffen. Wie ihr wieder hier in der Gegenüberstellung sehen könnt, wird erst einmal der Grundlagenbereich durch ein Modul im Bereich Bodengeografie aufgestockt
Und damit wächst der Umfang der Grundlagenphase auf 65 ECTS-Punkte. Ebenso dazu kommt ein verpflichtendes Modul aus dem interdisziplinären Programm zum profilorientierten Studium an der KU, namentlich Studium Pro, mit einem Wert von 5 ECTS-Punkten. Darüber hinaus könnt ihr sehen, dass das Modul Abschlusskolloquium umbenannt wird in begleitendes Seminar zur Bachelorarbeit. Inhaltlich verändert sich dieses Modul allerdings nicht. Eine Änderung ist noch an der Bachelorarbeit zu sehen. Diese wird zukünftig dreifach gewichtet in die Bachelor-Endnote eingehen. Damit möchten wir dem Stellenwert und auch der oft in großem Umfang geleisteten Arbeit Rechnung tragen. Was bedeutet das jetzt für euch? Die zusätzlichen Module Bodengeographie und Studium Pro müssen von bereits eingeschriebenen Studierenden nicht erbracht werden. Die insgesamt 10 ECTS werden von euch weiterhin im Ergänzungs- oder Wahlbereich erbracht. Hier kann natürlich auch das Modul Bodengeographie und ein Modul aus Studium Pro gewählt werden. Die dreifache Gewichtung der Bachelorarbeit allerdings greift ab dem Wintersemester bei allen Studierenden. Eine kleine Änderung im Pflichtbereich ist die Verschiebung des Moduls G10M, empirische Methoden der Humangeographie, vom Sommer ins Wintersemester. Statt im zweiten sitzt das Modul nun im idealtypischen Studienverlauf im dritten Semester. Diese Verschiebung hat für diejenigen, die das Modul bereits absolviert haben, keine Auswirkung. Müsst ihr das Modul oder die dazugehörige Prüfung noch belegen, so müsst ihr die Verschiebung aber auf jeden Fall in eurer Semesterplanung berücksichtigen. Im Folgenden geht es nun um die Änderungen im Wahlpflichtbereich. Bislang ist dieser in die Vertiefungs- und Spezialisierungsphase aufgeteilt, in denen jeweils 20 und 25 ECTS-Punkte erbracht werden müssen. Diese Trennung fällt im Zuge der Änderungen weg. Die Vertiefungs- und Spezialisierungsphase bleiben namentlich bestehen, sie gliedern den Wahlpflichtbereich aber nur noch inhaltlich. Ab dem Wintersemester wird nur noch eine Gesamtzahl von 55 ECTS-Punkten vorgeschrieben, die im gesamten Wahlpflichtbereich erbracht werden muss. Diese Zusammenlegung ermöglicht euch mehr Flexibilität, vor allem bei der Planung von Auslandsaufenthalten. Diese Änderung ist ab dem Wintersemester für alle Studierenden gültig, also auch für die bereits Eingeschriebenen. Zudem gibt es noch einige kleinere Änderungen und Verschiebungen bei dem Modulangebot im Wahlpflichtbereich. Einmal wird hier die Verflechtung der Inhalte der Tourismusgeographie und des Tourismusmanagements in den Modulen Tourismusgeographie 1 und 2 abgeschafft. Dafür wird es nun zwei inhaltlich getrennte Module geben, nämlich Tourismusmanagement 1 im dritten Semester und Tourismusgeographie im vierten Semester. Weiterhin wurden die Module Spezielle Methoden, Regionalanalyse und Große Projektarbeit umstrukturiert. Hierfür wird es nun im fünften Semester das Modul Spezielle Methoden und Große Projektarbeit geben, das einen Umfang von 10 ECTS-Punkten hat und einen mehrtägigen Geländeaufenthalt beinhaltet. Im Anschluss daran findet im sechsten Semester das dazugehörige Modul zur Auswertung der Großen Projektarbeit statt. Schließlich gibt es noch eine Moduländerung, die auch der inhaltlichen Veränderung hinsichtlich der Studienrichtung der Humangeographie gerecht wird. Das Modul I&K-Techniken der Humangeographie wird abgeschafft und durch ein Modul mit dem Titel Gesellschaft und Umwelt ersetzt. Das bedeutet für euch, die genannten alten Module fallen ab dem Wintersemester gänzlich weg. Sie werden also nicht mehr angeboten. Habt ihr diese Module bereits belegt oder absolviert, dann zählen diese laut der Übergangsregelung aber natürlich weiterhin für den Wahlpflichtbereich. Sie müssen von euch auch nicht extra angerechnet werden. Kommen wir schließlich noch zu den Änderungen, die den Ergänzungsbereich betreffen. Die wohl auffälligste Änderung hierbei ist die Namensänderung dieses Bereichs. Ab dem Wintersemester werden wir nicht mehr von Ergänzungs-, sondern von Wahlbereich sprechen. Diese Änderung ist der Anpassung an die KU-übergreifende Bezeichnung für derartige Bereiche eines Studiengangs geschuldet. Im Zuge dieser Änderung erhalten die Module im Wahlbereich auch neue Modulkürzel. Die Module kann man nun daran erkennen, dass sie mit einem W beginnen.
Der neue Wahlbereich weist ein ausgeweitetes Modulangebot auf. Insgesamt kommen 4 neue Module dazu. Im Wintersemester sind dies ein Modul zu geografischer Entwicklungsforschung und ein Modul mit dem Titel Klimawandel verstehen lernen, naturwissenschaftliche Grundlagen, welches Corona-bedingt allerdings erst ab dem Wintersemester 21/22 angeboten wird. Im Sommersemester habt ihr dann zusätzlich das Modul Wissenschaftstheorie und Methodologie im Angebot sowie eine überarbeitete Version des Geomedienlabors mit dem Titel Mediengeografie und Techniken der Filmerstellung. Wir hoffen, dass wir euch nun alle wesentlichen Änderungen des Studiengangs möglichst anschaulich und verständlich erklären konnten. Falls ihr darüber hinaus noch Fragen habt oder euch nicht sicher seid, ob und in welchem Maße die Änderungen euren Studienverlauf betreffen oder beeinflussen, dann stehen wir euch natürlich jederzeit zur Beratung zur Verfügung. Gerne könnt ihr uns, Anke Breitung und Manuel Stark, per Mail oder telefonisch kontaktieren. Darüber hinaus bieten wir euch am 28. September und 6. Oktober von jeweils 10 bis 11 Uhr eine Beratung via Zoom an. Dort könnt ihr alle Fragen loswerden und wir werden euch Rede und Antwort stehen. Bitte nehmt dieses Angebot auf jeden Fall an. Bis dahin verbleiben wir mit den besten Wünschen für entspannte oder auch produktive Semesterferien. Bleibt gesund!